the power of the dark side. Kannst du mich hören? Was ist da los? Oh, Himmel, Willen! Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Tja. So, das neue Teil habe ich nicht so rausgefunden bis jetzt. Hat's geklappt? Ah ja, okay. Gut, wir sind drin. Draußen, Mr. Cobblepot. Gut, sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Zuhören, der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was, einfach so? Ja, einfach so. Da ist ja Batman. Oh, shit. Komm hier rüber. Batman ist hier. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgerät. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich hab hier jemanden. Ich muss schnell sein. Das sind ganz schön viele. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Wie machen wir das? Ich werd dich. Oh, du bist es. Sorry, Mann. Hör auf, damit auf mich zu zielen. Wir sind erledigt. Wir werden hier krepieren und können nichts dagegen tun. Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ich weiß nicht, was macht das Teil? Er ist hier, Mr. Cobblepot. Batman ist hier. Beschäftigt ihn. Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Der geht nirgendwo hin. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Hey, wo bist du? Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? Wo zum Teufel ist er hin? So, noch zwei Hammer. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Okay. Kriegen wir denn? Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Hä? Mann ausgefallen! Mann ausgefallen! Ah! Ist nur eine von Frees bescheuerten Maschinen. Ich sollte nicht gleich so durchdrehen. Achso, der hat einfach nur in meine Richtung geschossen. Bitte, komm mir nicht zu nah! Ich gebe auf! Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst ihn haben, Batman? Geh einmal im Museum, bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich
habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Boah, wieder über die ganze Map. Was machen die Teile? Keine Ahnung. Hat er den Ausgang zugemacht? So. Wo ist der Aus? Ja, das ist doch da. Wo ist der Ausgang? Das ist schon richtig. Aber irgendwie finde ich so den Ausgang nicht. Oh. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Muss ich jetzt wieder unten drunter durch? Okay. Dann können wir jetzt wieder raus. Das heißt jetzt, dass wir das andere Schloss öffnen können, das wir vorher mit Harley Quinn gefunden haben. Oh, ich will das Gebäude, Timmy. Ich spreng mal kurz die Wand durch. Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Haben sich Kontakt zum Explosionsbereich. Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Air Tiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Also, wo ist denn unser Missionsziel? Das ist da hin. Okay, wie markiere ich die Mission? Ja, das wird interessant sein, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Air Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Verdammt! Seinetwegen sitzen wir in Jokers Gebiet fest. Wir hätten nicht bei Pinguin mitmachen sollen. Wenn es dich freut, ich glaube, du hattest recht. Ja, irre lustig. Und was jetzt?
Ich habe keine Angst vor diesen Clowns. Wir verstecken uns und legen so viele wie möglich von ihnen um. Wenn Pinguin siegt, erzählen wir ihm davon und er wird uns wie Helden behandeln. Und wenn Joker siegt? Laufen wir über. Wir sagen, dass das die ganze Zeit unser Plan war. Okay, aber ich werde mich auf keinen Fall schminken. Da sind wir uns einig. Ich marschiere jetzt rüber und leg das miese Schwein um. Also, wir wissen doch nicht mal, ob es Pinguin war. Wer war es? Dieser Bastard hatte da seine Flossen im Spiel. Außerdem stinkt alles nach Fisch. Ja, mein Kumpel Jimmy ist dabei draufgegangen. Ich werde seinen Namen in Pinguins Fresse setzen, bevor ich ihn abknalle. Ich versuche jetzt erstmal einen Weg zu finden. Wir sollten warten und zu den anderen stoßen. Zu welchen anderen? Ich habe gesehen, wie eine Gruppe rausgelaufen kam. Wahrscheinlich sind alle von Two-Face längst... Es ist Batman! Da war gleich ausgeschaltet. Also wenn es immer nur Eckgegner ist, ist es ein bisschen langweilig. Und deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt den... Gar nicht glücklich. Ich auch nicht. Was können wir tun? Wenn Joker wirklich stirbt, was ich immer noch nicht glaube, wird Harley Quinn seine Nachfolgerin. Aber die ist irre. Joker doch auch. Wenigstens ist er witzig. Bis er dich umlegt. Okay. Wie wär's mit einem Putsch? Was meinst du damit? Wir könnten unsere eigene Gang bilden, uns verrückte Namen geben und den ganzen Laden schmeißen. Dafür müssen wir Harley umlegen. Das macht mir nichts. Wir könnten sie auch am Leben lassen und uns mit ihr amüsieren. Bloß nicht. Je früher ich diese Stimme nicht mehr hören muss, desto besser. Ich leg sie persönlich um. Cool. Wir warten also, bis Joker stirbt und übernehmen dann alles. Ich fühle mich schon besser. Tigerzentrale hier, Air Tiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? So, ne, ich muss. Stopp, ich dreh durch. Könnte schwören, dass ich da einen Ninja gesehen habe. Ja, einen Ninja, alles klar. Nehmen einfach der höchste Punkt, den man hier finden kann. So, können wir auch am weitesten gleich. Hör der Spinner ein und wirf den Schlüssel weg. Ja, tolle Idee. Wir kriegen hier immer potenzielle Gegner gezeigt. Ja, das ist so nicht unser Ziel. Das sind ja nur so Handlanger. Komme, verlasse ich sofort dieses stinkende Gotham City. Vorsicht, Batman ist hier! Es gibt halt Erfahrungspunkte, wenn man die trotzdem ausschalle. So, kommen wir jetzt rum. Jawoll! Mensch, warum kloppt er dann denn nicht einfach um? Zack, aus. Und dann auch noch aus. Oh, jawohl. Ja, du könntest recht haben. Wissest du Tigerzentrale hier, Air Tiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärme. Nichts explodiert einfach. Hoppla. Hast du da drüben jemanden rumfuchteln sehen, bevor alles in die Luft flog?
Es waren ein paar Leute da. Vielleicht waren es die Jungs von Pinguin. Was? Ich sagte, dass ich vielleicht ein paar Jungs von Pinguin gesehen habe. Joker wird vielleicht sauer sein. Bist du sicher? So, da wird eine Nebenmission angezeigt. Da gehe ich jetzt einfach mal nachschauen, wie das so ist. Oh nein, wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich, der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen. Dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und? Sollen wir beginnen? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich? Oh, Batman, bitte löst das selber. Kann ja nur die Orgel sind, wenn man vom Ort ausgeht. Sehr gut. Siehst du, du kannst es. Wenn du genug von meinen sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Alles klar. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen, in ganz Arkham City, sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. Ja, dann zeigen wir uns ein Fangskomitee her. Die mache ich doch alle platt. Ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn! Kein Problem. Also, wir dürfen deine Typen nicht ausschalten, der grün leuchtet tut. Deswegen trickst du mal deine immer wieder aus. Und kloppen nur die andere um. So, dann komm mal her. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Batman gesichtet. Suche nach dem Schnee. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wow. Geht nicht ganz. Worauf warten wir noch? Joker stehen mehr Männer zur Verfügung als uns. Wir müssen schlau vorgehen. Scheint mir nichts im... Die Fledermaus ist hier. Ich weiß nichts. Du musst mir glauben. Hast wohl zu viel Schiss, um zu kämpfen. Er fürchtet sich vor mir. Ganz sicher nicht. Was ist? Hast du Angst vor mir, Ben? Traust dich wohl nicht? Naja, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Wir sitzen fest. Es muss einen Weg rausgeben. So wie es aussieht, wird Pinguin jetzt handeln. Jokers Jungs wurden auch in Bewegung gesetzt. Und jetzt scheint auch noch Batman hier zu sein. Vorsicht! Batman ist...
tritt ihn in die Ärsche! Schnapp dich! Ich dachte schon, warum kann ich denn nicht verhören? Du hast ja noch Gegner! Ist in Kampfhandlungen verwickelt. Mehrere Gegner. Zack. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. So. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Dann gehen wir mal rein und gucken, was uns verrätselt drin erwartet tut. Ich verstehe es nicht. Wieso ist der Kerl hier? Ich sagte es doch. Two-Face will, dass wir ihn im Auge behalten. Batman darf ihn nicht kriegen. Du hast mit Two-Face gesprochen? Wo ist er? Das ist jetzt nicht wichtig. Ihr müsst nur wissen, dass wir diesen Trottel im Auge behalten sollen. Was hat er getan? Keine Ahnung. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt?